Liebe Studierende, ich begrüße Sie zu diesem kleinen Film, den wir uns im Team vereinbart haben, weil Sie alle im Rahmen Ihrer Hausarbeiten, im Rahmen von Staatsexamensarbeiten, Literaturrecherchen durchführen müssen. Und wir eben auch gesagt haben, wir möchten für Sie, dass Sie das auch noch einmal nachhören können, ja, transparent machen, wie Sie denn am günstigsten an Literatur für Ihre theoretischen Grundlagen und für einen Forschungsstand kommen. Grundsätzlich gibt es drei verschiedene Möglichkeiten oder Formalisierungsgrade, wie ich es jetzt genannt habe. Denn von links nach rechts wird es immer formeller, wird es immer systematischer, wird es immer thematisch angeleiteter, wie Sie eben Literatur suchen, recherchieren, verarbeiten und dann in Ihre Arbeit aufnehmen. Zunächst möchte ich ein paar Worte zum theoretischen Überblick sagen. Das ist im Prinzip die unsystematischste Variante. Hier geht es darum, dass Sie die theoretischen Grundlagen, die Sie benötigen, um Ihre Fragestellung zu beantworten, definieren, dass Sie diese aus einer mehrperspektivischen Betrachtungsweise näher erläutern. Also, das heißt, Sie brauchen Literatur, müssen Literatur suchen, um dann zum Beispiel zu definieren, was Sie unter inklusiver Bildung verstehen. Oder was Sie unter Selbstkonzept verstehen, was Sie unter Selbstwirksamkeit verstehen. Also, welche grundlegenden Modelle gibt es, diese verschiedenen Sachen und verschiedenen Aspekte, die Sie im Rahmen Ihrer Staatsexamensarbeit oder Ihrer Hausarbeit als Fragestellung bearbeiten wollen? Das ist meistens so, dass Sie dann über einen Katalog der Unibibliothek oder der Deutschen Nationalbibliothek oder auch über Fachdatenbanken einfach mal einen Suchbegriff eingeben, der eben Selbstkonzept und Schule aussagt und dass Sie dann anschauen, was gibt es denn so in den letzten Jahren dazu, was wird dazu geschrieben, welche Modelle werden da beschrieben. Also das ist relativ wenig systematisch, sondern Sie schauen, was gibt es dazu. Allerdings sollten Sie hier aufpassen, zu unsystematisch sollte es auch nicht sein. Wenn ich eine Staatsexamensarbeit oder Hausarbeit lese, dann achte ich darauf, dass diese in ihren theoretischen Grundlagen eine gewisse Mehrperspektivität hat. Also wenn Sie jetzt an inklusive Bildung denken, dann gibt es viele Kolleginnen und Kollegen, die dazu etwas gesagt haben. Und da gibt es allerdings auch große Strömungen. Und dann können Sie jetzt hingehen und können sagen, oh, Andreas Hinz ist jemand, der hat unheimlich viel zur Inklusion geschrieben, auch zur Abgrenzung von Integration und Inklusion. Und der hat sicherlich eine Definition für mich. Und dann stellen Sie fest, ah, da hat der Andreas Hinz noch das geschrieben und Frau Boban hat noch das geschrieben. Und dann machen Sie ein schönes Kapitel mit drei, vier, fünf Quellen von Ines Boban und Andreas Hinz. Und dann würde ich sagen, boah, das reicht mir eigentlich nicht. Also, ich würde nämlich sagen, Andreas Hinz, der hat eine Meinung, wie Inklusion definiert werden kann. Aber es gibt so viele andere Leute, die auch teilweise eine konträre, eine andere Meinung haben. Und dann wäre es mir zum Beispiel wichtig, dass Sie entweder Bernd Abeck oder Michael Grosche auch zum Thema Definition von Inklusion zitieren. Und so würden Sie zu einer Mehrperspektivität kommen. Sie sollten an dieser Stelle sogenannte Zitierzirkel auch versuchen auszuschließen. Es gibt tatsächlich durchaus die Idee oder die, ja, Tendenz von Wissenschaftlerinnen, dass diese immer die gleichen Personen auch zitieren, weil sie mit ihnen zusammenarbeiten, weil sie vielleicht die theoretischen Grundlagen sehr, sehr gut finden. Und da sollten Sie eben schauen, dass Sie nicht nur in einer theoretischen Gruppe bleiben, sondern dass Sie den Blick über den Tellerrand werfen. Und wenn mir dann zum Beispiel die Frage gestellt wird, wie viele Quellen muss ich denn in meiner Staatsexamensarbeit verwenden, dann kann ich das oft gar nicht so sagen. Dann kann ich nur sagen, boah, wenn Sie zu Inklusion schreiben und Inklusion definieren wollen, dann brauchen Sie sicherlich mehr Quellen als bei anderen spezifischen Themen, wo es bislang in Deutschland kaum Literatur dazu gibt. Also, wie gesagt, mein Schwerpunkt ist, und da gucke ich sehr drauf, dass Sie nicht nur eine Quelle von einem Autor oder drei Quellen von einem Autor nehmen, sondern dass Sie bei einem theoretischen Überblick eben den Überblick über die Bandbreite, was auch die Definition angeht, bringen. Kommen wir zum Forschungsstand. Das ist so die große Frage, was geschah denn in der Wissenschaft, in der Forschung bislang darüber? Also es geht hier auch nochmal beim Über, aber vor allem auch einen Rückblick zum Thema der Fragestellung. Also wer hat was, wie, wann und in welcher Form publiziert? Sie machen das also durchaus systematisch.
Das können theoretische Arbeiten sein, wenn es wenig Forschung gibt. Das kann aber auch Forschungsergebnisse sein, gerade in Themenbereichen, wo es mittlerweile viel Forschung gibt. Sie müssen das jetzt auch nicht bis 60er, 70er Jahre zurückmachen. In Staatsexamensarbeiten reicht es oft, wenn Sie eine kritische Zusammenfassung der letzten 10 bis 20 Jahre machen. Das ist auch gerade für Inklusion als Beispiel wieder recht einfach zu begründen. 2006 wurde die UN-Konvention verabschiedet. 2008 wurde es von Deutschland ratifiziert. Und dann sehen Sie schon, ne, wir haben 2021. Wenn Sie so ein bisschen auch jetzt zurückgehen, dann sind wir genau da in diesem Bereich bei 15 Jahren. Das passt also hier rein. Es gibt halt immer auch gerade in der Bildung sehr, sehr schnell und viele Veränderungen, sodass dann tatsächlich die kritische Rückschau auf diesen Zeitraum von 10, 20 Jahren beschränkt werden kann. Es sei denn, es gibt nichts in den letzten 10 bis 20 Jahren, dann sollten Sie natürlich noch ein bisschen weiter zurückgehen. Es gibt in den Forschungen tatsächlich auch Widersprüche, Unterschiede, aber auch Gemeinsamkeiten. Gerade was die Ergebnisse zu Inklusion, inklusiver Bildung angehen, da gehen die Meinungen, auch das, was untersucht wird, sehr, sehr stark auseinander. Und Sie dürfen das durchaus pointiert gegenüberstellen und, wie Sie hier nochmal nachlesen können, Gemeinsamkeiten der Forschung aufzeigen, Unterschiede, aber auch Widersprüche darzustellen. Wenn Sie ganz viel Forschung haben und wenn Sie merken, da gibt es unheimlich viel dazu, dann können Sie auch gerne eine Überblickstabelle, eine sogenannte Synopse herstellen. Ich selber bin jemand, die gerne Tabellen liest, die das auch gerne mit reinnimmt. Und wenn da so eine Tabelle ist, dann müssen Sie nicht die ganze Tabelle nochmal einzeln beschreiben, sondern Sie würden diese Tabelle bringen und würden dann zusammenfassend mich als Leserin Ihrer Arbeit auf die wichtigsten Aspekte in dieser Synopse hinweisen. Ich möchte hier allerdings noch ein kleines Achtung mit einfügen, denn es ist tatsächlich so, dass es manche GutachterInnen gibt, die nicht so gerne Tabellen in der Arbeit lesen möchten. Das heißt, je nachdem, bei wem Sie die Arbeit schreiben, machen Sie sich bitte unbedingt kundig, ob Tabellen im Fließtext erwünscht sind oder nicht. Wie gesagt, ich selbst, ich lese gerne Tabellen und für mich ist das immer eine schöne Auflockerung während des Lesens und hilft mir, mich dann auf Ihre Arbeit und den Inhalt zu konzentrieren. Je nach Fragestellung sollten Sie beachten, dass natürlich auch ein Forschungsstand national oder auch international sein kann. Wenn es zum Beispiel in Deutschland relativ wenig Forschung gibt, dann sollten Sie unbedingt den Blick über den Tellerrand werfen und einfach mal schauen, was im englischen Sprachraum dazu publiziert wurde. Ja, kommen wir zur Verarbeitung von Literatur, bevor ich mit Ihnen die dritte Art, nämlich das systematische Review, genauer betrachten möchte. Denn wie Sie im systematischen Review an Literatur dann gleich kommen werden, das ist auch etwas, was Sie für die ersten beiden Formen benötigen. Aber wie gehen Sie nun jetzt mit Literatur um, wenn Sie dann ganz schön viele gefunden haben? Also Bücher aus den Katalogen der Universitätsbibliothek oder aus der Nationalbibliothek oder eben auch Aufsätze, die Sie heruntergeladen haben. Und es empfiehlt sich dann tatsächlich, das durchzublättern, eine erste Orientierung zu bekommen und sowas wie thematische Stapel von eben Aufsätzen und Büchern zu machen. Das können Ordner sein, das können tatsächlich auch Stapel sein. Als ich damals meine Staatsexamensarbeit geschrieben habe, war in meinem WG-Zimmer dann fünf verschiedene Stapel, wo die verschiedenen einzelnen Aspekte waren. Also das heißt, Sie dürfen diese thematischen Stapel auch wörtlich nehmen und in der Realität umsetzen. Sie können aber auch Stapel durch Ordner auf Ihrem Rechner ersetzen. Das heißt, Sie können auch natürlich eine Ordnerstruktur anlegen, wo dann diese Themen zu finden sind, damit Sie eben auch schnell Ihre Inhalte wiederfinden. Dann sollten Sie als zweites alles überfliegen, eher querlesen oder diagonal lesen, um sozusagen wichtige Argumentationsstränge herauszufinden. Also das heißt, machen Sie nicht den Fehler, dass Sie sich die Arbeit oder einen Aufsatz nehmen und dann Satz für Satz durchlesen. Das bringt relativ wenig, sondern versuchen Sie zu screenen, steht da was zu meinen Bereichen drin, machen Sie das über die Überschriften und Zusammenfassung. Also am besten wirklich als große Empfehlung, nehmen Sie keinen Stift zur Hand, wenn Sie einen ersten Artikel überlesen. Erst danach, wenn Sie merken, okay, das könnte ganz interessant sein, da sind mir ein paar Sachen ins Auge gesprungen, dann lesen Sie das bitte im Detail. Und hierbei können Sie vielleicht sogar auch exzerpieren. Was genau das ist, werde ich auch ganz zum Schluss dieses Films noch einmal sagen.
Es gibt im Prinzip zwei verschiedene Arten, wie Forschungssynthesen hergestellt werden können. Das möchte ich Ihnen noch einmal mit auf den Weg geben. Es gibt nämlich das sogenannte narrative Review. Da geht es hier um ein systematisches Integrieren von Quellen, Studien. Es geht um eine beschreibende Darstellung von Ergebnissen, die es schon gibt. Und oft ist das eine inhaltsanalytische Auswertung, die sowohl quantitativ als auch qualitativ sein kann. Dann gibt es als zweites auch sogenannte Meta-Analysen. Die können qualitativ oder auch quantitativ sein. Und die gehen tatsächlich dann an eine statistische Auswertung der Ergebnisse heran. Das heißt, es passiert eine Abschätzung der Effektgrößen, also es wird ein Gesamteffekt berechnet. Das kann man an ganz unterschiedlichen Designs machen. Das können eben quantitative Designs, wo Kontrollgruppenstudien sich angeschaut werden. Das können auch quantitative Einzelfallstudien sein, über die eine Meta-Analyse gerechnet wird. Das kann aber eben auch sein, dass sich Kategorien unterschiedlicher qualitativer Studien genauer angeschaut wird. Diese Meta-Analyse, das sehen Sie vielleicht schon, diese ganze Signifikanzabschätzung ist etwas, wo ich sage, boah, das ist ganz schön umfassend, das ist sehr, sehr anspruchsvoll, für Staatsexamensarbeiten eventuell nicht ganz so gut geeignet. Sehr gut hingegen geeignet sind diese beschreibenden narrativen Reviews, die im Prinzip so ein bisschen eine Vorstufe auch einer Meta-Analyse bilden können. Und was sind das für Ziele? Also es geht dabei, dass es einen Theorievergleich geben kann. Sie können daraus auch eine Theorieintegration ableiten. Sie können auch Theorien weiterentwickeln. Im Endeffekt ist ein narratives Review eine interpretative Leistung, die Sie als Autorin bei der Analyse erbringen. Also das heißt, es geht hier darum, dass Sie vorhandene Quellen, vorhandene Literatur übersichtlich darstellen, miteinander vergleichen, schauen, was haben die verschiedenen Aspekte geschrieben und wollen so Theorien vergleichen, weiterentwickeln. Und das wäre dann die Leistung einer Staatsexamensarbeit, die durchaus gut zu meistern wäre. Wie gliedert sich nun ein Review? Ich habe hier ein Beispiel mitgebracht. Manchmal macht es Sinn, den einen oder anderen Gliederungspunkt wegzulassen, aber grundsätzlich ist ein Review ähnlich wie eine empirische Arbeit aufgebaut. Also es gibt auch immer eine Definition und nähere Erläuterung zentraler Begriffe, auch vielleicht Theorien, die Sie hier mit grundlegenden Entwicklungen. Dann wäre es wichtig, dass Sie so ein bisschen einen Überblick über eben die Forschungen, über die Theorien des Bereiches, der Fragestellung, die Sie sich näher anschauen wollen, geben und daraus die Notwendigkeit eines Reviews ableiten. Also welche Erfahrung, Forschung gibt es mit dem Thema? Und dann müssen Sie eben sozusagen ableiten, dass Sie erst für eine eigene oder eine weiterführende empirische Untersuchung noch einen systematischen Überblick benötigen. Es kann aber auch sein, dass ein systematischer Überblick genau für die Praxis besonders bedeutsam wäre, weil es manche Forschungsfelder gibt, die so unübersichtlich sind, dass es sehr, sehr schwierig ist, das als praktische Lehrkraft sich selbst zu erarbeiten. Sie würden dann Fragestellungen Ihres Reviews beschreiben und die methodische Vorgehensweise näher erläutern. Ich habe hier als Beispiele schon mal gebracht, welche methodischen Schritte Sie gehen müssen. Diese werde ich auf den nächsten Folien Ihnen noch mal genauer darstellen. Außerdem geht es um die Darstellung der Ergebnisse, eben Ihre Leistung und die Interpretation. Also, dass Sie sozusagen inhaltlich die ganzen Aspekte, die die verschiedenen Studien oder auch Quellen, die Sie aufgenommen haben, zusammenführen. Und dieser Aspekt methodisch bedeutet, dass Sie auch kritisch-methodisch reflektieren sollen, wie Sie vorgegangen sind im Review. Also das heißt, haben Sie die richtige Suchstrategie gewählt? Waren die Suchbegriffe sinnvoll? War die Auswertung sinnvoll, die Sie gemacht haben? Also Sie sollen auch Ihren eigenen Prozess in der Forschung während des Reviews kritisch diskutieren. Und dann ganz klassisch folgt natürlich ein Fazit und die Literaturangabe. Bei der Literatur gibt man meistens die Quellen, die in das Review eingegangen sind, die Sie also näher analysiert haben, mit einem Sternchen an. Das macht es dann die Leserin, den Leser leichter, das zu finden und einzuordnen. Ja, wie ist jetzt die methodische Vorgehensweise genau? Ausgehend von einer Ziel- und Fragestellung, die Sie ja aus dem Theorieteil abgeleitet haben, formulieren Sie zunächst Ein- und Ausschlusskriterien.
Eben entsprechend Ihrer Fragestellung. Also, wann kommt eine Quelle in Ihr Review hinein, wann nicht? Wollen Sie sich empirische Ergebnisse anschauen, dann muss es eine Studie sein. Wollen Sie sich vielleicht nur die Ergebnisse von quantitativen Einzelfallstudien anschauen, dann darf es keine qualitative Studie, keine Interviewstudie sein. Es kann auch sein, dass Sie sagen, ich möchte mir nur Sachen anschauen, die über die Schule berichten. Dann würde alles von Kindertagesstätte oder Hochschule herausfallen. Also das heißt, Sie würden genau formulieren, wann eine Quelle aufgenommen wird und wann sie ausgeschlossen wird. Danach legen Sie die Suchstrategie fest. Auch das werde ich gleich nochmal näher erläutern. Zuvor möchte ich Ihnen aber noch etwas zur Auswertungsmethode sagen. Das ist häufig eine qualitative oder quantitative Inhaltsanalyse, kann aber auch eine Diskursanalyse sein. Es gibt drei verschiedene Suchstrategien, die Sie einsetzen können. Die häufigste Suchstrategie ist tatsächlich die systematische Recherche, eine sogenannte Datenbankrecherche, wo Sie Suchbegriffe eingeben in eine wissenschaftliche Datenbank, eine Forschungsdatenbank. Und dann müssen Sie genau notieren, wann haben Sie das in einer Datenbank gesucht, mit welcher Datenbank haben Sie gesucht, mit welchen Suchbegriffen. Und dann würden Sie auch aufschreiben, wie viele Treffer sind herausgekommen. Und Sie würden dann entsprechend nach verschiedenen Bereichen diese ja, Quellen aussuchen, also nach Ihren Ein- und Ausschlusskriterien. Und dann würden Sie zunächst die Titel sich anschauen, würden sagen, oh, der Titel passt oder passt nicht. Dann würden Sie die Abstracts sich anschauen, würden auch sagen, nach dem Abstract, ah, das passt in meine Einschlusskriterien oder ich muss es herausnehmen, weil es ist ein Ausschlusskriterium, das greift. Und dann können Sie auch ein Artikelscreening ganz zum Schluss machen. Ich möchte Ihnen gerne kurz zeigen, wie das aussieht. Und damit stoppe ich mal ganz kurz diese Bildschirmfreigabe und gehe mit Ihnen in einen Browser. Hier sehen Sie die Startseite der Universitätsbibliothek Leipzig. Und hier möchte ich Ihnen gerne zeigen, wie Sie die Datenbanken finden. Und zwar, wenn Sie hier auf Recherche gehen, dann können Sie fachspezifische Datenbanken anklicken. Dann kommen Sie auf diese Seite und hier gibt es diesen Button Fachübersicht. Den klicken Sie an. Es öffnet sich ein neues Fenster. Das ist von der Universität Regensburg aufgelistet. Und dann sehen Sie hier schon, ich scroll zur Pädagogik. Ist auch schon angeklickt, weil ich das häufig nutze. Und dann gibt es die ganzen Auflistungen an Datenbanken, die Sie suchen können. Das grüne F steht dafür, dass es frei im Netz erhältlich ist. Das gelbe U steht dafür, dass Sie den VPN-Client benötigen oder eben von der Universität aus recherchieren müssen. Ich suche gerne mit dem Education Research Complete. Das ist eine sehr, sehr häufig genutzte Datenbank, die sehr, sehr viele verschiedene andere Datenbanken sogar integriert. Und dann sehen Sie hier so Recherche starten und das möchte ich Ihnen gerne auch nochmal zeigen. Dann sehen Sie diese Startseite der Universitätsbibliothek und dann können wir einfach mal einen Begriff eingeben, Self-Monitoring und dann können Sie hier über die Advanced Search, ja, Suche, können Sie noch weiter eingeben. Ja, Sie möchten vielleicht nur in School schauen und Sie möchten das bei Learning Disabilities tun. Und Sie können dann mit verschiedenen Operatoren das auch noch verfeinern, aber über Search finden Sie dann einige Studien und dann sehen Sie hier schon verschiedene Aspekte. Das Schöne an dieser Datenbank ist, dass hier oft auch direkt PDFs vorhanden sind, die Sie herunterladen können. Also hier sehen Sie aber auch der Titel und der Abstract sehen Sie gleich in einem. Das macht also Sinn, Titel und Abstract Screening zusammenzufassen und entsprechend dann etwas aufzunehmen oder nicht. Ich habe Ihnen auf den nächsten Seiten in dieser PowerPoint auch nochmal diese Links, die ich gerade angeklickt habe, mit reinkopiert, sodass Sie dann auf der nächsten Seite, wenn Sie die PowerPoint sich dann genauer anschauen, die PDF dann auch direkt anklicken können. Was ist jetzt die vorwärtsgerichtete Suche? Also gehen Sie mal davon aus, es gibt einen Artikel, der ist total wichtig oder ein Buch, das ist totaler Schwerpunkt auch Ihrer Arbeit und von dem wissen Sie, zum Beispiel bei Inklusion ist das oft der Index für Inklusion, der besonders wichtig ist. Also würden Sie sagen, der Index ist für Sie eine zentrale Quelle.
Und dann können Sie in diesen Fachdatenbanken, also auch die, die ich Ihnen gerade gezeigt habe, schauen, weil das wird immer aufgelistet, welche anderen Quellen diesen einen Artikel zitiert haben. Sie gucken also in die Zukunft, wer hat später diesen Artikel zitiert. Und auch das möchte ich Ihnen gerne einmal im Internet zeigen, denn ich mache das tatsächlich selber gern mit Google Scholar. Google Scholar umfasst im Prinzip alle Datenbanken, die es gibt und hat auch mittlerweile einen ganz guten Citation Index. Also gebe ich jetzt mal ein Index for Inclusion. Und dann ist hier der Index, den sehen Sie. Und dann können Sie hier mal sehen, hier direkt darunter steht zitiert von, also 1400, das ist also eine sehr zentrale Quelle, oder hier 2895. Und jetzt mache ich das jetzt mal ein bisschen einfacher. Hier wurde der Index von jemand anders nochmal beschrieben und der ist nur von 52, aber dann zeige ich Ihnen mal, wie das funktioniert. Sie können dann nämlich einfach hier diesem Link folgen, gehen auf zitiert von und dann sehen Sie, dass es hier alle 52 Quellen auf den nächsten Seiten, deswegen nur sechs, auflistet, die diesen ersten Artikel zitiert haben. Die können Sie dann auch nochmal anschauen und auch die sollten Sie dann im Sinne eines Titelscreenings beziehungsweise dann auch tatsächlich auf diese Seite gehen und ein Abstract-Screening durchführen. So geht die vorwärts gerichtete Suche. Damit finden Sie relativ viele weitere Quellen. Die konzentrischen Kreise ist die sogenannte rückwärtsgerichtete Suche. Auch hier würden Sie wieder eine Quelle nehmen und auch hier als Beispiel vielleicht den Index für Inklusion und der verwendet Quellen. Und wenn diese Quelle so zentral für Sie ist, dann können Sie sagen, okay, wahrscheinlich zitieren diese AutorInnen etwas, was für Sie auch relevant sein können. Das heißt, Sie schlagen schlicht und ergreifend das Literaturverzeichnis auf, die Quellen, die genutzt wurden, und gehen da die Titel durch, welche Titel entsprechen Ihren Einschlusskriterien. Und die würden Sie sich dann auch nochmal genauer anschauen. Das nennt sich auch das sogenannte Schneeballsystem. Hier die von mir angesprochenen Links, die Sie sich anschauen können, auch nochmal die vorwärtsgerichtete Suche. Google Scholar bietet sich da an, aber auch alle Fachdatenbanken haben in verschiedenen Art und Weisen dieses zitiert von Citations, die gezählt werden, wo Sie da anklicken können. Wie gesagt, Google Scholar ist da umfassender, weil eigentlich alle Datenbanken da reinfallen, aber Sie können das, wie gesagt, mit verschiedenen Datenbanken auch tun. Ja. Wie können Sie jetzt nun auswerten? Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten und Sie können das quantitativ und qualitativ auswerten. Quantitativ müssten Sie dann Kriterien festlegen. Ich habe hier ein Beispiel mitgebracht, welche an quantitativen Analysekriterien zum Beispiel für systematische Reviews zentral auch empfohlen werden, vor allem wenn es um Interventionen geht, wenn es um empirische Ergebnisse geben. Also das heißt, Sie müssen immer das Ziel des Reviews natürlich im Blick behalten. Dann würden Sie aber trotzdem in eine sogenannte Synopse, wo alle Quellen, die in das Review aufgehen, da das dargestellt wird, auch systematisch die Teilnehmer die Stichprobe beschreiben. Sie würden beschreiben, was genau gemacht wurde. Sie würden Vergleichskriterien sich anschauen, also welche Art von Studien ist es zum Beispiel. Sie können sich da auch die Stichprobe anschauen, welche Schülerinnen und Schüler teilgenommen haben, welche Lehrkräfte, welche Schulen, welche Arten von Teilen des inklusiven Bildungssystems, also war es jetzt eine Förderschule, war es vielleicht eine Kooperationsklasse oder eben eine volle Inklusion ohne extra Gruppenarbeit, extra Klassen. Sie würden dann auch die Ergebnisse darstellen und eben, wie gesagt, das Studiendesign ist sehr, sehr bedeutsam. Das heißt, ist das eine qualitative Studie, ist das eine quantitative Studie oder sogar eine Forschungssynthese? Diese Aspekte können Sie auch gerne hier nochmal zusammenfassend sich anschauen und durchlesen. Nochmal zusammengefasst, weil ich eben bei der Auswertung war, ich hatte es schon vorher gesagt, jeweils abhängig von der Fragestellung bietet sich natürlich eine qualitative Analyse an. Häufig wird die qualitative Inhaltsanalyse genutzt, anhand bestimmter Kriterien aus dem Theorieteil abgeleitet oder aus dem Material, aus den Studien heraus abgeleitet. Welche Ergebnisse haben die AutorInnen da herausgefunden?
Und wenn es zum Beispiel um einen Diskurs geht, dann kann es auch eine Diskursanalyse sein. Das ist eine spezielle Art der Analyse, qualitativer Art. Als Beispiel für eine Diskursanalyse würde zum Beispiel sein, wenn jetzt das Spektrum an Veröffentlichungen eines bestimmten Autors, einer bestimmten Autorin sich genauer angeschaut wurden. Ich meine, 2012 war es, wurde das auch mal im Rahmen einer Dissertation gemacht. Da wurde das komplette Werk von Andreas Hinz herausgesucht und dann inhaltlich auf untersucht und geschaut, wie sich die Argumentation, sozusagen der Diskurs von Andreas Hinz auch mit anderen im Laufe der Zeit entwickelt hat. Das ist auch möglich. Nun komme ich abschließend noch dazu, wie Sie mit den Unmengen an Literatur umgehen können. Einerseits mit der Literaturverwaltung. Hier empfehle ich Ihnen tatsächlich einige Programme. Sie können das auswählen. Ich habe hier in dieser Übersicht Ihnen auch mit für die Universität Leipzig aufgeschrieben, welche es gibt. Es gibt EndNote Web. Ist eigentlich ein sehr gutes webbasiertes Programm, wo man sich auch austauschen kann. Allerdings ist das eigentlich 130 Euro teuer. Für Studierende gibt es eine vergünstigte Lizenz. Austauschen können Sie sich auch über Mendeley. Auch das ist webbasiert durchaus. Es ist kostenfrei. Allerdings, es ist in Englisch und zwar konsequent auf Englisch. Es gibt auch Literaturverwaltungsprogramme, die Sie auf Ihren Rechner installieren können. Hier ist nur für PC, leider nicht für Mac, Citavi sehr zu empfehlen. Es gibt eine kostenlose Version für alle bis zu 100 Einträge. Das reicht in der Regel für Staatsexamensarbeiten und wird daher auch häufig genutzt. Es gibt aber in Leipzig auch die Campus-Lizenz. Die können Sie als Studierende bei dem Rechenzentrum erfragen und dann bekommen Sie Zugang und haben dann auch die Möglichkeit, mehr Einträge zu schaffen. Für Mac auch geeignet wäre Zotero. Das ist auch eine kostenfreie, allerdings englischsprachige Literaturdatenbank. Und Bibliographics war früher einmal kostenpflichtig, ist mittlerweile seit der Version 9 kostenfrei. Funktioniert auch ganz gut. Allerdings sollten Sie darauf achten, wenn Sie Schwierigkeiten mit dem Programm haben und den Support anrufen, ist dieser teuer und kostenpflichtig. In Word gibt es allerdings auch eine Literaturverarbeitung. Das heißt, Sie können auch in Word Ihre Referenzen eintragen. Da gehen Sie auf die Registerkarte Referenzen, Zitat einfügen und können dort eine Quelle eingeben, bearbeiten, löschen. Und dann haben Sie die Möglichkeit, dann auch direkt in Ihrem Word-Dokument, mit dem Sie Ihre Arbeit schreiben, zu zitieren. Es ist allerdings auch so, dass die meisten Literaturverwaltungsprogramme, die ich eben genannt habe, auch über ein Word-Plugin und über ein Browser-Plugin verfügen. Beim Word-Plugin können Sie eben darüber auch zitieren und aus dem Literaturverwaltungsprogramm das hinüberziehen. Oder es gibt auch die Möglichkeit, eben von Bibliotheksseiten mit einem Plugin direkt die Daten dieser Quelle in Ihr Literaturverwaltungsprogramm aufzunehmen. Nun komme ich abschließend zur Literaturverarbeitung. Da stellt sich die ganz große Arbeit oder Frage, schreiben Sie direkt in der Arbeit? Also das heißt, Sie nehmen die Quelle, lesen die, schreiben, dann nehmen Sie die nächste, schreiben, ergänzen, schreiben weiter. Es hat einen Vorteil. Erstens, man sieht, was fertig ist und das geht auch schneller. Wenn Sie eine ganz kurze Hausarbeit schreiben, ist das bei einer übersichtlichen Quellenzahl von 10 sehr gut möglich. Der Nachteil ist allerdings, Sie verlieren leicht den Überblick an Quellen, was Sie schon gelesen haben, was es gibt. Und oft passiert da eine Zitatübernahme ohne genaue Seitenzahl und das geht dann schneller und dann müssten Sie alle Quellen am Ende noch einmal durchforsten. Bei 10 Quellen, wie gesagt, ist das im Prinzip kein Problem. Wenn Sie bei 50, 60, 70 Quellen, was schon mal bei einer Staatsexamensarbeit sein kann, sind, dann wird es schwierig. Eine mögliche Lösung sind Exzerpte und so ein Exzerpt sollen Sie auch im Rahmen dieses Moduls schreiben und erstellen und sollen dies eben auch einmal ausprobieren, ob das eine mögliche Lösung für Ihre Staatsexamensarbeit für Sie sein kann. Wie ist das generelle Vorgehen beim Exzerpieren? Also erst einmal hier aus eigener Erfahrung, wie Sie Dateien auf Ihrem Rechner speichern können. Ich empfehle Ihnen pro Quelle, also pro Exzerpt, ein eigenes Dokument.
weil das können Sie nämlich dann systematisch speichern mit einem systematischen Dateinamen. Sie sollten pro Kapitelinhalt Ordner und Unterordner anlegen. Also diese thematischen Stapel, von denen ich eingangs besprochen habe, können Sie hier als Ordner auch festlegen. Und danach sollten Sie auch die Dateinamen systematisieren, nämlich nach Jahr, nach Autor und Schlagwörter mit angeben. Hier habe ich Ihnen als Beispiel eine Quelle zum RTI-Ansatz. Also Sie sehen hier 2011 Mitchell Lehraufgaben, die sind da beschrieben im Rahmen des RTI-Ansatzes. Und so finden Sie über Ihre Suche auf dem Rechner relativ schnell alle Schlagwörter oder alle Quellen zum Thema Lehraufgaben. Auch die Verschlagwortung nehmen Sie natürlich auch im Rahmen der Literaturverwaltung vor, aber eben auch hier. Und der weitere Vorteil ist, Sie finden es auch schnell in Ihrem Browser, weil die Dateien automatisch nach Jahr und Alphabet natürlich geordnet werden. Wie sieht das aus jetzt mit dem Exzerpieren? Grundsätzlich habe ich Ihnen hier noch einmal diese Struktur mitgebracht. Es gibt einen Exzerpkopf mit allen bibliografischen Daten. Sie sollten hier aber auch durchaus reinschreiben, wann haben Sie es gelesen und welche Fragestellung hat Ihre eigene Arbeit. Der Inhalt, der kann durchaus abweichen. Hier sind Beispiele dafür. Also das heißt, hier sollen Angaben, Gedanken zum Gehalt der Quelle bezogen auf Ihre Fragestellung hinein. Sie sollten schauen, wird irgendwas definiert, welche Definitionen gibt es, welche Argumentationen verfolgt der Artikel, gibt es irgendwelche Fakten, Ergebnisse, gibt es eine Grundstruktur. Sie können hier ganz konkret auch schon Zitate mit hineinschreiben und vergessen Sie bitte nicht die Seitenzahlen, weil dann müssen Sie später nicht mehr suchen. Es ist auch so, dass ich Ihnen empfehle, immer wenn Sie dann die Seite wechseln, umblättern, auf die nächste Seite gehen, dass Sie dann direkt den darauf folgenden Anstrich, den Sie machen, mit der neuen Seitenzahl versehen, weil so müssen Sie dann später nicht mehr in diese Quelle hineingucken, sondern dann reicht das Exzerpt. Es empfiehlt sich auch, eigene Kommentare zu machen, also die Dokumentation der persönlichen Auseinandersetzung. Haben Sie spontane Einsichten gehabt, Aha-Erlebnisse, Assoziationen beim Lesen? Sie können auch Beispiele nochmal reinbringen, Kritik, Widersprüche. Sie können Querverbindungen zu anderen Quellen bringen. Sie können auch einfach reinschreiben, das ist ein brauche ich gerade nicht. Also, das heißt, ruhig sowas mit reinschreiben. Ein Exzerpt ist in erster Linie für Sie selbst da, für Ihre Arbeit im Hinblick auf Ihre Fragestellung. Also bitte seien Sie da an der Stelle ruhig egoistisch und machen Sie das unter diesem Aspekt. Und wenn Sie eine Quelle gelesen haben, die Sie als nicht geeignet erachten, obwohl vielleicht der Titel total spannend ist, dann schreiben Sie richtig schön rot, fett ganz oben hin, nicht geeignet. Denn viele Computer haben ja mittlerweile eine Vorschau und dann können Sie das rechts direkt sehen, oh, das war ja so eine Quelle, die war nicht geeignet. Dann müssen Sie diese nicht 10-mal öffnen. Aber zur Dokumentation, dass Sie es gelesen haben, sollten Sie das Exzerpt natürlich speichern. Hier habe ich Ihnen noch Literatur mitgebracht und verzeichnen Sie, ich hatte hier mal das Beispiel Self-Monitoring. Wenn Sie möchten, können Sie hier einen Artikel, einen Review zum Self-Monitoring, was wir geschrieben haben, nochmal genau anschauen. Dann werden Sie einige von diesen Aspekten wiederfinden. Und damit danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen sehr, sehr viel Erfolg bei Ihrer Literaturrecherche und beim Exzerpieren Ihrer Quellen, die Sie lesen.